Willkommen bei GNP1 TV. Wir sind wieder beim MMA Talk und zwar bei der GMP Edition, der Breakdown zu GMC 7. Wir sind mal wieder in Gelsenkirchen in der Hauptzentrale von GMC. Die beiden Veranstalter seht ihr an meiner Seite. Danke, dass wir hier sein können. Das ist jetzt die letzte Sendung. Ihr habt bestimmt schon die drei davor gesehen. Das wird die vierte und dort gehen wir nochmal auf die Fightcard ein, auf die Fights, die wir noch nicht angesprochen haben. Aber so ein kleines Resümee, besonders für die Zuschauer, die sich das Ganze noch nicht angeschaut haben. Also fangen wir vielleicht direkt mit dem Hauptkampf an. Jonas Bielstein gegen Joachim Christensen. Ein Mega-Fight in Europa. Zwei der besten Kämpfer. Deutschland gegen Dänemark und es geht noch nebenher um den Titel im Halbschwergewicht. Ja, also ich würde sagen, Jonas, es wird wohl ein wichtigster und ein härtester Gegner sein. Aber solltest du diesen Schritt nehmen, dann gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion mehr darüber, wer mit zur europäischen, vielleicht auch zur Weltelite gehört. Joachim Christensen hat Stefan Pütz geschlagen. Auch imposant, ist ein sehr Der Einzige bisher, der Pütz schlagen konnte. Der Einzige, der Pütz schlagen konnte. Es werden im Moment Verhandlungen, man liest immer Stefan Pütz, Fedor Emelianenko. Das sind natürlich Namen, das ist der M1-Champion, der Stefan Pütz. Und deswegen haben wir uns auch den Joachim Christensen ausgesucht. Wir haben uns da sehr viel, es hat uns sehr viel Mühe gekostet, diesen guten Mann für GMC gewinnen zu können. Und ich glaube, so eine hochkarätige Paarung, ich kann mich in den letzten 6 Begegnungen nicht daran erinnern. Es wird, glaube ich, der Spitzenfight, der noch nie in Deutschland stattgefunden hat. Also ich glaube, man kann sagen, UFC-Kaliber und möglicherweise auch der Gewinner. Wenn die UFC draufschaut, wird da wahrscheinlich der Fokus gelegt auf den Gewinner dieses Kampfes. Ich hoffe natürlich nicht, dass die UFC nach diesem Kampf sich unsere Jungs schnappt. Ich gehe aber stark davon aus, jeder, der den Christensen noch nicht gesehen hat, wie er kämpft, sollte sich bei YouTube mal seine Kämpfe angucken. Der Mann ist eine Maschine. Jonas Bielstein, das weiß sowieso ganz Deutschland, was für ein Kaliber das ist. In der 93 Kilo Gewichtsklasse, da gibt es nichts Besseres. Und dieser Kampf ist vielleicht das Beste, was wir bis jetzt je bei GMC hatten, kampftechnisch. Und die Fans dürfen sich freuen auf diesen riesen Kampf. Ja, mal sehen, ob der Titel eben in Deutschland bleibt oder vielleicht nach Dänemark entführt wird. Also nicht verpassen am 7. November in Castrop-Rauxel. Ein Kampf, den wir noch nicht angesprochen haben, ist Edilson Franca gegen Andreas Begels. Also zwei starke Stand-Up-Kämpfer, ein Brasilianer gegen einen Deutschen. Und vielleicht von euch nochmal ein kleines Statement dazu, wie ihr zu dieser Begegnung gekommen seid, die höchstwahrscheinlich nicht über die Zeit gehen wird. Ja, also wir freuen uns, dass wir das erste Mal das Impacto-Team aus Stuttgart dabei haben gegen einen unserer bekannten Gesichter von GMC, Andreas Birgels, der auch schon mal bei GMC um den 84-Kilo-Titel gekämpft hat. Wir erinnern uns, GMC 3 gegen Maxim Bandel, der danach direkt zu UFC aufgestiegen ist. Edilson Franca ist natürlich auch internationale Klasse, in Deutschland noch nicht so bekannt. Ein Brasilianer, der in Brasilien mehr als nur die angegebenen 12 Kämpfe gemacht hat. Aber das haben wir, glaube ich, bei allen Brasilianern, auch in unserer zweiten Paarung der Brasilianer, ist es leider Gottes so, dass sie da, glaube ich, ohne Sherdog unterwegs sind. Ja, das ist auch wieder so eine Paarung, die alles verspricht. Die Brasilianer sind natürlich bekannt für ihre Bodenfertigkeit, aber die Stärke von Edilson Franca ist einfach der Vorwärtsgang nach vorne. Er steht sehr gerne, ist ein sehr, sehr, sehr explosiver Kämpfer. Und Andreas hat diesmal eine sehr harte Nuss vor sich. Wir freuen uns auf diese Spitzenpaarung. Ja, eine Spitzenpaarung, auch wieder international gehalten. Wird Abusmagomedov sein gegen Mikel Palo? Wieder mal Deutschland, in dem Fall gegen Dänemark. Und das ist ähnlich wie der Hauptkampf des Events. Und zwar haben wir einen Bellator-Veteran hier, der gegen den aufstrebenden Deutschen kämpft. Und hier darf man auch wieder gespannt sein, was die Zukunft bringt. Beide stehen sicher auf dem Radar der UFC. Ja, also wir sind auch bei Mikel Palo froh, dass wir ihn für GMC gewinnen konnten. Mikel Palo, der unter anderem auch in den Staaten sich vorbereitet, eben bei Bellator schon 6 Kämpfe gemacht hat, ist ein sehr starker Mann, ist ein K.O.-Spezialist. Er hat 95% seiner Kämpfe hat er im Stehen beendet. Also Abus hat da, glaube ich, seinen härtesten Gegner, auch bekommt er vor die Fäuste.
bei GMC 7, aber er wird das Publikum auf seiner Seite haben. Und Hut ab nochmal an Abus Magomedov, der sich immer starke Gegner wünscht. Und je stärker der Gegner, umso mehr motiviert er sich. Er misst sich nur an starken Gegnern. Also es ist ein sehr, sehr angenehmer Sportler, wie wir es schon in der ersten Folge erwähnt haben. Und die Paarung, die ist natürlich super gefährlich. Abus ist natürlich einer der besten Kämpfer in seiner Gewichtsklasse in ganz Europa, darf man nicht vergessen. Ist einer der wenigen Kämpfer, die schwache Gegner ohne Wenn und Aber ablehnen. Er sagt, ich möchte nur gegen Gegner kämpfen, die wesentlich stärker sind, in Europa angesehen sind oder in der Welt angesehen sind. Jetzt hat er einen, vor dem muss er wirklich viel Respekt haben. Wie gesagt, 95% aller seiner Gegner, eigentlich kann man sagen, er hat alle seine Gegner mehr oder weniger ausgenockt. Ist im Stand-up und am Boden sehr gefährlich. Jeder, der Abus kennt, weiß, dass er in beiden Disziplinen ein exzellenter Kämpfer ist. Abus kann sich mit Sicherheit mit der Weltelite, mit der absoluten Weltspitze messen und dieser Kampf ist ja, auf dem allerhöchsten Level. Da werden die MMA-Fans alle auf ihre Kosten kommen. Ja, in der ersten Sendung hat Cengiz Dana zum Beispiel gesagt, er traut Abus Magomedov zu, jeden in Deutschland in seiner Gewichtsklasse zu schlagen. Schauen wir mal, wie es international aussieht. Spielen wir jetzt sofort wieder den nächsten Kampf ein. Diesmal jetzt kein Stand-up-Krieg mehr, sondern es geht auf den Boden. Victor Hugo Neves gegen Stefan Lagisch. Hier haben wir wieder Brasilien gegen Deutschland und, wie gerade gesagt, zwei Spitzen-Grappler. Ja, also Hugo Neves hat die DGL-Einzelmeisterschaft gewonnen. Sehr imposant. Ich habe mir seine Kämpfe angeguckt. Im Finale hat er, glaube ich, keine 20 Sekunden gebraucht. Also er ist eigentlich da durchmarschiert. Sehr eindrucksvoll, aber Stefan Lagisch ist Black Belt, Luta Livre. Also er wird ihm am Boden ebenbürtig sein. Stefan ist, glaube ich, einer der beliebtesten MMA-Sportler in Deutschland, kann man, glaube ich, sagen. Das MMA-Team aus Lindlar ist eigentlich ein sehr nettes Gym, ein sehr freundliches Gym. Aber im Ring hört der Spaß dann auf. Im Ring hört er auf. Stefan wird auch immer von seiner Anhängerschaft gut unterstützt. Wir freuen uns auf die Stefan Lagisch-Fans bei uns in der Halle. Es ist das zweite Mal, dass Stefan bei uns kämpft. Das erste Mal bei GMC 4. Da hat er schon sehr beeindruckend auch einen Brasilianer vor seinen Fäusten gehabt, den er sehr eindrucksvoll sowohl im Stehen als auch am Boden eben dominiert hat. Und ja, die Begegnung Rafa Levon gegen Stefan ist leider ausgefallen. Aber wir sind froh, dass wir mit Victor Hugo Neves eben einen ebenbürtigen Gegner gefunden haben. Interessanter von der Paarung her auch für uns, weil es ist, wie gesagt, der zweite Brasilianer an dem Abend. Und die Brasilianer sind einfach eine Wundertüte. Auch er hat sehr, sehr viele MMA-Fights wohl hinter sich. 7-5 seine Bilanz, davon nicht täuschen. Ja, es passt erstmal auf ein Blatt Papier, aber Hugo Neves ist, glaube ich, erfahrener und die Halle wird für Stefan sein, also auch wieder eine ziemlich ausgeglichene Paarung. Das ist natürlich auch ein Kampf, den die ganzen Grappling-Fans in Deutschland schon allein die beiden nur im Grappling gerne sehen würden. Und dass sie jetzt gegeneinander im Oktagon antreten, ist natürlich wieder eine schöne Sache für alle MMA und alle Grappling-Fans. Ja, wenn man vielleicht zurückdenkt, Stefan Lagisch war früher recht eindimensional ein Grappler, der sich im MMA versucht. Wenn man jetzt einige Jahre nach vorne geschaut hat oder verglichen hat mit der Vergangenheit, er ist ein kompletter Kämpfer, Neves ebenso. Also ein Duell auf Augenhöhe, wie ihr schon gesagt habt. Dann gehen wir wieder nach oben zum nächsten Titelkampf. Es ist Jamil Chan gegen Mohamed Grabinski. Dort steht der Titel im Leichtgewicht auf dem Spiel. Auch eine hervorragende Begegnung. Beide Kämpfer haben versucht, ins The Ultimate Fighter Haus zu kommen. Man sieht, dass die UFC an beiden Interesse hat. Und ja, jetzt sieht man sie bei GMC im Cage. Ja, also das Man of Fight im Fitness Gym kommt mit zwei Kämpfern diesmal angereist. Nassib Fattah und Jamil Chan natürlich. Jamil, ganz klar, der Vorzeigeathlet von Melvin Manoff, hat eindrucksvoll letztens Bakir Barakat geschlagen. Also auch wenn es für viele einfach aussah. Er hat eine unheimliche Dynamik in den Fäusten, aber auch er hat das erste Mal eben auch mit einem Rear Naked Choke gegen Bakir gewonnen, ist unter seinen Haken abgetaucht. Also ganz eindrucksvoll unter GMC sich wieder präsentiert. Jamil, immer wenn er bei GMC war,
Leider Gottes ging der Kampf nie länger als ein paar Sekunden. Also haben wir uns diesmal überlegt, ja, man darf den Kampf gegen Angelo Zampankikas nicht vergessen. GMC3, da ist er auf ihn wieder in seiner unnachahmlichen Art nach vorne gestürmt, hat ihn K.O. geschlagen und Zampankikas, glaube ich, das erste Mal K.O. Also gegangen. Man sollte sich wahrscheinlich keinen Drink holen, während Jamil kämpft, genau. Das willst du sagen. Ja, alle Zuschauer schön die Augen in den Cage richten und keine SMS, keine WhatsApp-Nachrichten verschicken, weil es könnte sein, dass es schnell geht. Aber wir glauben an Mohamed Gravinsky. Ja, er hat jetzt 11 Siege und eine Niederlage weniger als Jamil Chan. In Ultimate Fight House hat er 3 Runden bestanden, während Jamil in der ersten Runde nach Mohamed Gravinsky eben getappt wurde. Und ja, wir freuen uns darauf, auf diese Paarung. Mohamed Gravinsky ist die Nummer 2 im Leichtgewicht. Also zurzeit auch der beste Leichtgewicht, den wir gegen Jamil eben zu bieten haben. Und ja, wir freuen uns auf diese Paarung riesig. Die Nummer 1 ist Nick Hein, der ist schon bei der UFC und Mohamed möchte diesen Sprung eben auch schaffen. Zumal der Trainer von Mohamed würde auch, hätte nicht den Kampf gegen den amtierenden GMC-Champ angenommen, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass er Mohamed den Kampf gewinnen wird. Also die sind da sehr guter Dinger und für die gibt es gar nicht die Option, dass sie überhaupt eine Niederlage nach Hause einfahren können. Die sagen ganz klar, der Titel geht... wird in Deutschland bleiben, der Titel geht ins Pride Gym und ja, ist Trainer von Mohamed Gravinsky nicht vergessen, Nordin Ashri kämpft auch bei GMC. Ist auch noch dabei. Die kommen mit doppelter Ladung natürlich an, die sind total entschlossen, trainieren zurzeit bei Jupps Fight Team, haben ihre Fühler ein bisschen weiter ausgestreckt, also trainieren da fleißig ihr Stand-Up weiter. Also es ist eine Stand-Up-Schlacht zu erwarten. Auch in beiden Paarungen. Zumal natürlich Mohamed Gravinsky auch weiß, dass Jamil Chan seine letzten 2 Kämpfe auf deutschem Boden, also bei uns auf der Veranstaltung, wie gesagt, in 15, 20 Sekunden beendet hat. Man guckt gerade hin, Gong läutet, der stürmt drauf, als wenn es nichts anderes gibt und beendet den Kampf. Und ich glaube nicht, dass diese Taktik jetzt nochmal aufgehen wird, dieser Überraschungseffekt. Ich glaube nicht, dass er nochmal ziehen wird. Da werden die Jungs mit Sicherheit gut vorbereitet sein. Der Kampf ist auf 5x5 Runden angesetzt. Bin gespannt, wie es da zur Sache gehen wird. Ja, actionreich mit Sicherheit. Ihr habt schon einen Frauenkampf im Programm, über den haben wir schon gesprochen. Alexandra Buch gegen Katharina Lehner. Jetzt kam ein zweiter dazu. Daniela Kortmann gegen Alice Ardelian. Eine Rumänin, die sich gegen oder mit der Berlinerin messen wird. Vielleicht ein paar Worte zu beiden Kämpferinnen. Also Kortmann ist bei Invicta unter Vertrag. Die höchste Liga unter der UFC, die man als Frau, denke ich mal, erreichen kann. Hat bei den Amateurweltmeisterschaften Gold geholt. Stand in über 600 Judo-Kämpfen. Ist als Profi noch nebenher unbesiegt. Also eine sehr starke Kämpferin aus Deutschland. Und ihre Gegnerin, trotz der Bilanz, wie man sehen kann, sollte man nicht unterschätzen. Sie hat sich zuletzt gegen Christina Stanciu, auch eine Rumänin, die bisher 4-0 umgeschlagen ist, auch auf dem Radar der UFC steht, ganze 3 Runden geschlagen und erst nach Punkten verloren. Sie trainiert mit Sheila Gaff, mit André Waldschmieder, mit Franco De Leonardis. Also ich glaube, das wird auch eine wirklich spannende Partie. Ja, also bevor wir zu dieser Partie kommen, würde ich gerne hier mit offiziell Elias dazu einladen, diese Paarung vielleicht zu kommentieren. Ich hoffe, Markus Bergmann und Marc Berstern und Thomas Buschkamp, seid nicht böse drum. Ich würde gerne Elias bitten, ob er Lust hätte, unsere beiden Frauenkämpfe zu kommentieren. Weil abgesehen davon, dass er natürlich ein Kenner der Frauenszene ist, des Frauen-MMAs und ein großer Verfolger des Frauen-MMA-Sports, hat er schon sein Debüt gegeben als Kommentator. Er hat uns sehr, sehr gut gefallen, liebes Crown & Pound Team. Ich hoffe, ihr könnt ihn entbehren für ein paar Minuten. Ganz kurz dazu. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich, die beiden Frauenpaarungen kommentieren zu dürfen. Und ich bin sicher, das wird besonders Spaß machen, zwischen Thomas und Marc dann dazwischen zu springen und zu sehen, was die Ladies so bringen im Cage. Vorgang an die Regie, ein drittes Mikro einzubinden. Also dann kommen wir mal zu unserer Paarung. Klar, also wir haben schon mit Alexander Buch gegen Katharina Lehner, eine der besten 2 Frauen zurzeit auf dem deutschen Boden, haben wir verpflichten können für GMC. Da waren wir sehr froh drum. Und als die Bewerbung von Daniela Kortmann kam, für GMC kämpfen zu wollen, waren wir natürlich sehr stolz, dass sie unser Event ausgesucht hat und auch ihr Manager.
Danke nochmal an Tim Leidecker. Daniela Kortmann, eine Invicta, eine Kämpferin, die unter Invicta unter Vertrag steht. Es war da mit ein bisschen Schriftverkehr, haben wir es auch da geschafft, dass Invicta eben die Zusage oder die Erlaubnis, die er erteilt hat, eben bei GMC kämpfen zu können. Das Gleiche gab diesmal bei Bellator und wir mit KSW mussten wir einige Kämpfer natürlich versuchen, die da unter Vertrag stehen, loszueisen. Ich bin stolz eben als Veranstalter von GMC, dass die großen Events auch auf uns schauen und uns genauso respektieren und akzeptieren als professionelles Event, sodass wir es auch dann immer wieder schaffen, euch, den Zuschauern, so gute Kämpferinnen oder Kämpfer eben bieten zu können. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Paarung und wir bekommen immer mehr Zuschriften auch für unsere zwei Frauenfights und wir sind stolz eben, dass wir das erste Mal zwei hochkarätige Frauen eben Kämpfe bieten zu können. Und mit einem sehr guten Kommentator dazu. Danke. Also vielleicht Zuschauer, die die UFC zuschauen und eben auch GMC kennen, werden wissen, die Frauen stehen oftmals die Show in der UFC oder in amerikanischen Ligen. Und es freut mich besonders, dass GMC nachzieht und jetzt ganze zwei Paarungen reinstellt mit weiblicher Beteiligung. Weil mein Freund und mein Bruder, also ein Altintasch, auch ein Fan von Ronda Rousey ist und als die Spitzenverliererin. Vielleicht schwappt der in Deutschland auch ein bisschen über. Das würde der Szene auf jeden Fall helfen, der Nachwuchs und Frauen allgemein. Also tolle Sache. Freuen wir uns schon sehr drauf. Das hoffen wir auch, weil Frauen auch viel bessere Nehmerqualitäten haben, Jungs. Sorry, aber wir kriegen immer mehr Zuschriften, dass die Frauenkämpfe sehen wollen, weil Frauen einfach nicht aufgeben und sich gnadenlos die Fäuste einschenken. Gut, gehen wir zurück zum und wahrscheinlich letzten Titelkampf bei GMC. Gibt ja eine ganze Menge, ganze drei Stück. Das wäre der Titelkampf im Bantamgewicht. Sabah Boulagi trifft auf Vuga Bakshiev, ein bekannter M1-Kämpfer. Sabah, wobei selbst bei M1 gestartet, also hier sieht man die Erfahrung vielleicht an der Hand der Bilanzen. Sabah ist trotzdem sehr stark im Kommen und wird eine offene Partie, denke ich mal, um den vakanten Titel. Also für alle, die den Vugar Bakshiev noch nicht kennen, der hat bei GMC 5 gegen Martin Buschkamp, einer der besten Kämpfer in seiner Gewichtsklasse in ganz Europa. Der wird wahrscheinlich in Kürze bei der UFC kämpfen. Gegen ihn gekämpft, hatte zwei Wochen Vorbereitungszeit. Ist ein M1-Veteran und hat nur nach Punkten verloren. Also gegen einen so hochkarätigen Kämpfer wie Martin Buschkamp nach Punkten zu verlieren, das ist schon eine große Leistung. Jetzt hat er sich bereit erklärt, gegen Sabah Boulagi zu kämpfen. Sabah Boulagi, für alle, die das nicht wissen, ist Welt- und Europameister im Ringen. Bugar hatte nur eine Woche Vorbereitung, weil es sehr, sehr schwierig war, für Martin Buschkamp einen Gegner zu bekommen. Bugar ist jetzt in seiner eigentlichen Gewichtsklasse bei 61 Kilo, gekämpft hat er bei uns bei 66. Aber Sabah Boulagi ist ein Sportler, für den es in Deutschland leider keinen Gegner gab. Ja, viele fragen sich, warum es Bugar ist. Bugar hat nach seiner Niederlage gegen Martin 3 Siege in Folge wieder eingespielt. Und Sabah Boulagi war leider Gottes kein Gegner in Deutschland imstande, gegen ihn zu kämpfen. Er ist ein sehr, sehr starker Ringer, überhaupt kein Thema. Und deswegen mussten wir auch einen Gegner finden, der ringerisch im Stand hält. Und haben uns dazu entschlossen, eben Vugar, der auch den Kampf sofort angenommen hat. Und wir freuen uns auf diese Paarung. Es ist wieder die Erfahrung gegen den jungen Kämpfer und so jung ist aber Sabah Boulagi eben nicht, wie viele das meinen. Er hat so viele Kämpfe im Ringen, Siege errungen, dass man ihn im Grunde auch zu einem Veteran des Kampfsports zählen muss. Ja, schauen wir, was mit dem Gürtel dann passiert. Wie gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Je nachdem, wer vielleicht auch den besseren Tag hat oder wer motivierter, besser vorbereitet in diese Partie zieht. Vielleicht zwei News zum Abschluss. Kerim Engizek gegen Patrick Simon, da gibt es einen Ausfall, vielleicht ist er dazu. Ja, da gibt es einen ärgerlichen Ausfall. Kerim Engizek sollte gegen Patrick Simon kämpfen. Da wurde im Vorfeld viel gemunkelt, ob ein Kämpfer, halt Patrick Simon, aus dem Raum Bayern kommen würde und bei uns kämpfen würde. Ich habe von vielen Ecken gehört, dass der Patrick Simon wahrscheinlich den Kampf nicht annehmen wird und jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, viele sagen, er hat den Schwanz eingezogen.
ich kann es nicht beurteilen. Mir kam das auch ein bisschen komisch vor. Die Verhaltensweise von ihm und seinem Team war nicht korrekt. In der Kommunikation haben wir ungefähr 3 Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass sie fürs Event Marketing machen sollen, dass sie Stellung beziehen sollen. Und dann 2 Wochen, 3 Wochen vor Event kam plötzlich die Nachricht, die Hand wäre gebrochen, sofort Röntgenbilder im Internet. Kam uns ein bisschen komisch vor. Ich wünsche trotzdem gute Besserung. Ich finde es unsportlich, weil ich glaube die Story auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon so viele Röntgenbilder gesehen, aber es muss jeder selber wissen, wie er mit der Sache klarkommt. Ich wusste es im Vorfeld, viele haben es auch im Vorfeld gesagt und von daher habe ich auch kein Problem, das gerade auszusagen. Sogar Kerim Engizek hat im Video gesagt, dass er das gehört hat, dass er oft den Schwanz einzieht und die Prognose hat sich bestätigt. Im Endeffekt ist er nicht angetreten und ich möchte auch kein Blatt vom Mund nehmen und es ist einfach nicht gut gelaufen. Kerim Engizek bekommt jetzt einen neuen Gegner. Also Tim Richter wird sein neuer Gegner sein. Kerim Engizek, der eigentlich im Weltergewicht gegen Patrick Simon kämpfen sollte, wird gegen Tim Richter in dem Mittelgewicht wieder starten. Also ein Top-10-Duell. Ein Top-10-Duell ist es, ja, also danke nochmal an das Team von Tim Richter, Henrik, aus dem Osten. Und es ist natürlich ein härterer Gegner für Kerim und ja, auch ein Hut ab an das Team Alpha und das UFD Düsseldorf, dass sie sofort auch den Gegner akzeptiert haben. Ganz anderer Gegner, ganz andere Stärken. Patrick Simon eher in allen Fähigkeiten, sag ich mal, Mittelmaß. Aber Tim Richter ist einfach ein unheimlicher Striker. Er hat sehr viele K1-Kämpfe im Stand-Up bestritten und auch gewonnen. Und er sucht auch immer die Schlachten. Und wir hatten ihn schon mal gegen Karl Höfkes bei GMC4 bei uns gehabt und waren sehr beeindruckt von seiner Leistung und freuen uns eben, ihn jetzt dieses Mal unserer Fightcard eben zugehören. Und freuen uns auch wieder, einen noch besseren Kampf eben auf die Beine gestellt zu haben. Und zu Patrick Simon sei nur noch mal anschließend gesagt, einen Kampf kann man absagen. Die nächste Veranstaltung ist im April. Wenn da die Anfrage gewesen wäre, ja, ich habe jetzt eine Verletzung, wie sieht es denn aus, kann ich den Kampf nachholen? Da kam nichts. Von daher ist das einfach nur die Meinung, die wir uns intern gebildet haben, dass er einfach, dass er wahrscheinlich noch nicht reif ist für einen Kerim Engizek oder sonstige Gründe. Von daher hat sich die Sache erstmal komplett erledigt. Und wir freuen uns, dass wir einen umso besseren Ersatz gefunden haben. Und die Fans werden auf ihre Kosten kommen. Das lasse ich mal so stehen. Abschließend hätte ich noch eine Frage zum Schwergewichtskampf. Man hat so ein bisschen oder gemunkelt, würde ich eher sagen, Andreas Kraniotakis gegen Martin Zawada. Da gab es eine Herausforderung online, auch auf Facebook. Andreas hat sich, bin mir nicht sicher, dazu glaube ich nicht geäußert. Auf jeden Fall wird der Kampf nicht angenommen, wie man sehen kann. Könnt ihr uns dazu noch was sagen und wann kann man eventuell den Schwergewichtstitel wieder sehen, dass er verteidigt wird? Also geplant war natürlich die Planung, dass Andreas Kraniotakis seinen Schwergewichtstitel gegen Janosch Stefan verteidigt. Und das war so die erste Paarung, die wir auf dem Zettel hatten. Und von dieser Seite nochmal alles Gute an Stefan Janosch. Der wird, glaube ich, Papa im November. Und das konnten wir auch verstehen, dass er da gerade in dem Monat nicht den Kopf frei hatte für diese Paarung, weil Andreas Kraniotakis ist einer der erfahrensten Schwergewichte in Deutschland und auch von der Anzahl an Kämpfen natürlich auch. Also mussten wir einen adäquaten Ersatz suchen und uns kam es natürlich in den Sinn, weil Martin Zawada auch immer eigentlich im Schwergewichtsbereich rumrennt mit seinem Gewicht. Also er wiegt deutlich immer über 100 Kilo und wir waren auch froh, dass bei der Anfrage, dass Martin direkt den Kampf angenommen hat und sich auch total auf den Kampf gefreut hat. Es wäre eine schöne Geschichte, Düsseldorf gegen Köln wieder gewesen und beides regional natürlich. Und beide Kämpfer in der deutschen MMA-Szene wohl die erfahrensten mit. Und international auch schon sehr viel gekämpft. International, beide sehr erfahren, genau, und gut gekämpft. Und die Paarung hätte gut gepasst. Also wir waren aber auch sehr traurig über die Absage von Andreas Kraniotakis, dass er den Kampf nicht angenommen hat. Es ist so, beim Video von Martin Zawada eben hat man gesehen, dass die Öffentlichkeit diesen Kampf auch sehen wollte. Und es wäre eine schöne Paarung geworden. Und ich finde das immer ganz gut, wenn man aus dem Leichtgewicht, Leichtschwergewicht in Schwergewicht wechselt, so wie Andreas letzte Mal eben gegen Tassilo Lahr.
vom Schwergewicht ins Halbschwergewicht gewechselt ist. Und ja, dass er deswegen den Kampf da nicht angenommen hat, weil er wahrscheinlich befürchtet hat, dass er schneller ist und keine Ahnung. Also Gründe sind mir jetzt auch ein bisschen unerklärlich. Aber wir finden es sehr schade, dass unser Schwergewichtstitelträger eben zu dieser Paarung sich nicht hinreißen ließ. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sich vielleicht jetzt nicht hinreißen lassen hat, aber vielleicht bei der nächsten Veranstaltung, dass er sich dann nochmal zu dieser Sache hinreißen lässt, weil er sich dann halt natürlich jetzt auch die Meinung der Fans, die Meinung von den Veranstaltern, von den Teams sich nochmal anhört und vielleicht dann doch nochmal. Also auch Andreas, noch mal ein Appell an die Andreas Fans. Ist jetzt keiner, der Kämpfe scheut. Vielleicht war das in der Situation die falsche oder eine Denkweise, die ich auch nicht nachvollziehen konnte. Wie gesagt, wir würden uns freuen und dass das Angebot steht von allen Seiten, dass der Kampf vielleicht doch noch eines Tages zustande kommt. Man kann ja hier kommentieren auch in unserer Sendung. Also wenn die Fans Lust haben, dann dürft ihr gerne eure Meinung auch zu diesem Kampf und zum Wunsch dieser Paarung auch äußern. Wir sind immer interessiert als GMC-Veranstalter eben Wunschpaarungen der Fans zu respektieren und auch diese versuchen immer, wenn es geht, möglich zu machen, weil wir leben im Grunde davon, dass die deutschen Fans im Grunde auch ein Recht darauf haben, bestimmte Paarungen sehen zu dürfen und die Kämpfer in der Rangliste sind eben sehr eng beieinander. Viele sind natürlich befreundet. Wir haben es letztes Mal in der Sendung auch mit Aziz Karaoğlu gehört und da gehört es einfach dazu, dass Kämpfer natürlich die direkten Konkurrenz aus dem Nachbargym oder aus befreundeten Städten natürlich auch annehmen und auch gegeneinander kämpfen sollten, unserer Meinung nach, wenn es so der Wunsch der Zuschauer ist. Und wir versuchen als GMC-Team immer diesen Wunsch eben gerecht zu werden. Lassen wir uns überraschen, vielleicht gibt es die Paarung ja bei GMC 8, aber bevor wir in die Zukunft schauen, GMC 7 jetzt auf jeden Fall genießen. Wir laden euch ein, wir werden auf jeden Fall dabei sein, GNP1TV, natürlich auch ihr als Veranstalter und mal sehen, der ein oder andere Fan wird sicherlich auch vor Ort sein. GMC 7 am 7. November in Castrop-Rauxel. Wir sehen uns dort. Round and round. Round and round.